Willkommen hier zu einer kleinen Repaint-Vorstellung für die Baureihe 111. Ich habe hier verschiedene Repaints für euch mitgebracht. Kaum ist das DLC erschienen, schon sind die ersten wirklich unfassbar schönen Repaints da. Das sind jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Repaints, die ich euch mitgebracht habe von drei verschiedenen Usern. Nämlich von Cat Gaming, von User NE bzw. der M und von Cloven. Und wir gucken uns mal die Repaints ein nach dem anderen an. Gibt es alle im Creators Club. Ich packe mal den Link. Ich versuche mal zu jedem der drei User einen Link zumindest in die Videobeschreibung reinzupacken und dann findet ihr halt über den Usernamen entsprechend die restlichen Repaints. Diese drei hier ganz rechts sind von Cat Gaming. Hier haben wir die 111-232-4 in dieser Lackierung von SSR heißt, ich habe vergessen, wie das Eisenbahnverkehrsunternehmen heißt. Irgendjemand wird sicher in die Kommentare schreiben. Ich kann es aber auch googeln. Ich werde es später selbst herausfinden. Hier mit diesen komischen Punkten da drauf. Da gibt es ja auch diese Lackierung, die so ganz, ganz viele Punkte da drauf hat. Die gibt es sicherlich auch irgendwann auch noch im Creators Club. Aber aktuell gibt es halt die hier einmal mit diesem blauen Band unten. Das sieht auf jeden Fall sehr schön aus, auch die ganzen Details. Und dann gibt es hier halt einmal mit dem roten Band. Also wenn wir mal hier so dazwischen laufen, sehen wir dann auch die ganzen Details, die Bremsgewichte. Sehr, sehr schön. Also diese beiden Repaints hier von Cat Gaming. Wie gesagt, Link dazu in der Videobeschreibung. Genauso aber auch das Repaint hier rechts, nämlich das hier von Rail Adventure. Auch das ist von Cat Gaming. Hier die Rail Adventure Baureihe 111, die 111-222-6. Auch wieder mit den ganzen Details natürlich. Rail Adventure, die Bremsgewichte am Start. Alles, was man so an Details braucht. Führerstandsbezeichnung, das Logo. Sehr, sehr gut. Bei den anderen Repaints hier, die sind nicht von Cat Gaming, sondern von Cloven und von NE. Ich weiß noch gerade jetzt leider nicht, welches Repaint von wem ist, aber ja, wie gesagt, ich werde trotzdem in der Videobeschreibung verlinken. Hier mal die 212-7 in diesem beige-rot. Gucken wir uns natürlich auch mal ein bisschen näher an. Auch dieses Repaint hier mit dem Namen Lorelei, die Lok. Auch hier wieder alle Details, die man braucht. DB Regio AG, Region NRW, Dortmund. Ah, das ist die DB Gebrauchzug 111. Auch schön mit dem Bundesbahn-Logo. Toll. Sehr, sehr gut auf der anderen Seite auch. Und das hier ist die 043-6 mit dem Bundesbahn-Logo. Eurofima steht da unten drauf. Und die ist aus München. Ja, hier noch mit dem AEG-Branding und von Henschel. Sehr, sehr schön. Dann haben wir hier diese Citybahn-Lackierung der 111-117-8, die im S-Bahn-Verkehr unterwegs war. Hier auch Siemens, Krauss, Maffei, Bundesbahn-Logo. Ja, die Anschriften, die man alle braucht, 1988. BW München, Bremsgewichte. Toll. Und dann haben wir noch zwei orientrote Lackierungen. Einmal die sehr, sehr berühmte Lok, die Baureihe 111-111-1. Ich glaube mittlerweile, die gibt es ja auch in Verkehrsrot, die 111-111-1. Und da steht dann aber nur noch 111-111. Ich glaube, die Prüfziffer-1, die ist dann mittlerweile weggefallen, glaube ich. Zumindest auf der Lackierung vorne drauf, meine ich zumindest mal so gesehen zu haben. Ja, auch hier alle, alles, was wir brauchen, Bremsgewichte, das Logo, DB Regio AG Bayern. Toll. Und dann die 097-2, auch in Orientrot, aus Bremen. Ja, toll, 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 toll. 2019, TB0, Bremsgewichte, alles, was man braucht. Hervorragend. Genau, das war's dann auch mit dieser wundervollen kleinen Repaint-Vorstellung, diesen tollen, tollen Repaints, die ja innerhalb von kürzester Zeit erstellt worden sind, alle kostenlos zu haben im Creators Club.
auch für die Konsolen, keine Mod. Hammer. Also wirklich einfach nur der Hammer. Gut, das war's dann auch. Das sollte nur eine kleine Repaint-Vorstellung sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.